Hat so ein armes Hundi erwischt. Das tut mir aber leid. Ich hoffe nur, dass hier keine Selbstmörder rumlaufen. Da oben. Ich sehe dich. Boah, Alter, wie viel der aushält. Krass. Oh, der Hund hatte eine Zahnbürste dabei. Der hat bestimmt wunderschöne Zähne gehabt. Ja, es ist eine super Idee, gerade in der Strahlung stehen zu bleiben, schätze ich. Ja. Oh, du Sack. Da steht er doch glatt in dieser einen kleinen Nische da. Vielleicht sollte ich besser meine Sensoren reinigen. Ist eigentlich eine ganz gute Idee, ne? So ein Großputz würde dir bestimmt auch mal gut tun. Ah, guck, hier geht's rein. Was war das denn? Wie voll schlau war das denn gerade bitte von dir, mein Freund? So, hier geht's wieder eher Richtung draußen. Da drüben sind noch eine ganze Menge. Ein Kriegsfürst. Oh! Au, 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 au! Du. Ah! Ach Mist, jetzt hat er sich mal wieder bewegt. Komm mal her, Schnucki, guck mal da oben. Ganz genau, mein Freund. So macht man das. Ich glaube, das war mal ein Pool hier. Betonung auf war. Das war mal der Außenbereich. Ja, Kotzi, ich brauche auch einen sehr, sehr starken Magen, um dieses Spiel hier meistern zu können. Hä? Wieso? Ist hier irgendwo was? Oh, guck mal, da ist noch was unten. Auf der anderen Insel? Okay. Ach, da hinten. Guck mal. Sehr schön. Auf der einen Seite sind Supermutanten eigentlich eher dämliche Gegner. Und relativ leichte Gegner. Auf der anderen Seite, die haben natürlich auch ganz gerne Raketenwerfer und Co. dabei. Was es dann vielleicht doch nicht ganz so toll macht. Kommt raus und kämpft, wenn ihr euch traut. Alter, das Gebiet ist ja... Ach du Scheiße. Der mutiert wahrscheinlich gleich so wie... Alter... Wo kommst du denn her? Verzeihung. Batz! Das war mal ein legendärer. Und ein Meister sogar noch. Heieiei.
Ein Sturmgewehr. Sag jetzt nicht, der ist da runtergefallen. Oh, hallo. Ein leuchtender Hund. Das war's schon. Nein, jetzt fällt er auch noch runter. Willst du mich veräppeln? Toll. Oh, guck mal, da drüben brennt das Wasser. Uah, das ist gruselig. Hör auf, das Wasser zu trinken, du Honk. Nimm lieber das Viech mit. Ih. Boah, Alter, da ist wieder irgendwas explodiert. Uah. Ah, guck, hier liegt er. Irgendein Jagdgewehr hatte der wieder dabei. Jetzt muss ich gucken, wie ich wieder hochkomme. Ich bin manchmal einfach zu mutig. Komm schon. Der König. Du schaffst es. Nein! Nicht runterfallen. Da kommst du wahrscheinlich nicht durch. Oh doch. Ja, jetzt aber ja auch nicht mehr. Ne? Toll. Ich will mich nicht so... Oh, toll. Ich will mich nicht so verfranzen, dass ich nicht mehr rauskomme. Komm schon! Ah, gut. Ich wusste, dass der da runtergefallen ist. Ich hasse das, wenn das so Stege sind, die wo irgendwie komplett kaputt sind. Und dann meine ganzen Feinde, die wo ich abknalle, dann da runterplumpsen. Ich finde das so fürchterlich. So, und jetzt muss ich aber erstmal wieder so ein Redway nehmen. Da war wieder so ein, ich weiß nicht, so eine Pustel, die wo aufgebrochen war oder irgendwie sowas. Wo haben wir es denn? Da. Schon besser. So, und ich gönne mir... Was gönne ich mir denn? Ach, gönne ich mir mal das. Ein bisschen. Ah, schon viel besser. Da geht es einem doch gleich viel besser. Wenn das ganze Red und alles weg ist. Ich will gar nicht wissen, wie das stinken muss, ne? Weil ich glaube nicht, dass die Supermutanten frisch geangelt haben. Das halte ich doch eher für unwahrscheinlich. Das heißt, das steht schon Ewigkeiten da. Ich will gar nicht wissen, wie das stinkt. So, ich denke mal... Wir haben hier jetzt weitgehend freigeräumt. Aber das ist ein recht großes Terrain, dieses Hotel, ne? Hätte ich nicht erwartet. Was haben wir denn hier oben? Was zum Gucken. Ein Ausguck. Ach, ich will gar nicht wissen, was hier geschehen ist. Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. Was ist das, was da ist? Ist das Öl? Ist das brennendes Öl auf dem Wasser? Oh, da ist ein untergegangenes Schiff. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr hoch, ja. Dass das brennendes Öl ist. Kotzi, lass mich durch und hör auf, mich wegzuschieben. Hättet ihr mich da jetzt runtergeschoben, weißt du, da wäre ich Amok gelaufen. So, gibt's denn hier irgendwas Böses? Nö. Oh, Verkäufer und Siedler. Ich glaube, die haben hier ein paar vorbei wandernde Händler angegriffen. Weil hier auch Siedler. Und hier haben wir noch einen Verkäufer. Ich glaube, die haben hier ein paar Leute abgefangen. Ah! Mist, ich dachte, ich würde... Wow. Ja, spring doch einfach in diese Spikes rein. Das ist eine super Idee. Du hast es nämlich ganz schnell hinter dir. So wie du damals lockerflockig
glaube, das ist ein Gewitter einfach nur. So wie du damals einfach locker flockig in diesen Schmelzofen gesprungen bist. Hallo? Oh. Was haben wir denn hier? Eine gesprungene Schale. Wow. Ah, hier ist dieses Ding, von wo aus die auch super hätten zielen können. Diese Nische. Was haben wir denn hier? Eine kaputte Lampe. Da wollte wohl jemand duschen und hat es nicht mehr geschafft. Jetzt wird gehamstert. Mein lieber Freund, ich hamstere eigentlich die ganze Zeit schon. Ist dir das noch nie aufgefallen? Ich bin eigentlich nur am Hamstern. Oh, hier haben wir auch nur noch schöne Kiste. Eine schnieke Kiste. Cool. Ach, das sind Lampen. Ein Dach. Ach, guck mal, da oben haben wir welche abgeknallt. Das wäre eigentlich ein richtig gutes Grundstück, ne? Aber ich glaube nicht, dass man das hier als Grundstück freischalten kann. Wahrscheinlich wäre das schon wieder zu groß. Aber hier hat man einen super Ausblick. Ah, guck mal, ich sehe dir. Zu verarschen. Jetzt zu blöd oder was? Treff doch bar. Dankeschön, geht doch. Vor allem, der hat uns gar nicht bemerkt, weißt du? Normalerweise, sobald man irgendwie einmal schießt, dann sehen sie uns instant und dann ist die Hölle los. Aber hier ist der Gute offensichtlich blind und taub. Ach, hier geht's wahrscheinlich nach drinnen, genau. Aber das kommt ja erst noch. Oh, ist das hell. Ach, da oben liegt auch einer. Den der gute Kotzi wahrscheinlich erwischt hatte. Lalali. Oh, da geht's tief runter. Wenn jetzt Kotzi hinter mir wäre, hätte er mich garantiert runtergeschubst. Oh, da liegt er. Da geht's auch nach unten, aber nicht auf einem einfachen Weg. Sondern sehr sprunghaft. Komme ich da hoch? Ha. So, ich glaube, viel mehr gibt es hier gerade auch nicht. Sehe jedenfalls gerade nichts. Ich denke mal, wir haben jetzt außerhalb den größten Teil erkundet. Das heißt, wir können jetzt eigentlich mal reingehen. Mal schauen,
was da so abgeht. Oh, und die Patronen werden immer weniger, ne? Ich glaube, es wird mal Zeit. Ich meine, gut, 900 Patronen sind doch eigentlich noch ein guter Schnitt. Aber ich glaube, ich sollte mal so langsam mich mit dem Gedanken anfreunden, dass ich jetzt deutlich mehr Schrotpatronen brauchen werde als zuvor. Und hier ist mal mit Sicherheit wieder alles voller Supermutanten. Ja, natürlich, da unten läuft doch schon eh herum. Ja, genau, geh ausgerechnet jetzt um die Kurve. Komm mal wieder zurück, Freund. Ich höre Zeug, das kann nicht da sein. Orte feindliche Lebensformen. Kotzi, machst du den Rest oder? Ich habe ihm das Bein weggeschossen. Ja, wie gut war das denn gerade? Pieps. Einfach so, puff. Das war auch nicht schlecht. Oh, die Insel, da geht's wieder nach draußen. Gut, dass ich mir abgewöhnt habe, immer wenn ich eine Tür sehe, direkt zu klicken. Weil ich dann leider schon sehr oft nach draußen gekommen bin, obwohl dass ich es gar nicht wollte. Geht es wohl irgendwo noch nach unten? Weil, wie man sieht, sind hier noch welche unter uns. Ach, guck, da ist jetzt Treppenhaus. Freunde? Ich höre dich auch. Schnauze. Bäh. So viel zu dem Thema. Jö. Vor allem, was ich immer interessant finde, wenn die Hunde gerade tot sind oder man sie gerade abgeknallt hat, brüllen die immer noch irgendwie eine Dreiviertelstunde weiter. Keine Ahnung wieso, aber... Oh, wie das hier immer aussieht bei den Supermutanten, ne? Das ist so widerlich. Mit diesen ganzen Fleischbrocken und das, wo hier alles rumliegt. Wow. Das war eine meisterhafte Leistung. Das wär's. Ach, das war der Mischling, wo wir da den Kopf vorhin hatten. Oh, Red Skorpionfleisch. Interessant. Auf der einen Seite liebe ich tatsächlich diese Fleischsäcke, weil da viel Zeug drin sein kann. Auf der anderen Seite finde ich das aber irgendwie auch voll widerlich. Moment, die Tür zu. Dann sieht uns keiner. Oh, mir knurrt langsam der Magen. Da grummelt doch mein Bäuchlein. Ja, da sitzt ein Zwerg auf dem Klo und hat tatsächlich eine Zeitung in der Hand. Und eine Zahnbürste. So geht es natürlich auch. Ja, so geht es natürlich auch hier, mein Freund. Ist alles super. Auf dem Klo sitzen, Zähne putzen und dabei noch schön Zeitung lesen. Ne? Das muss man auch erstmal schaffen. Da kann sich so manch anderer echt eine Scheibe von abschneiden. Das schafft nicht jeder.
Jetzt. Oh Gott, sie, Alter. Hör doch mal auf, mich immer wegzudrängen. Das ist mitunter etwas, das hasse ich echt. Weil es gibt viele. Was ist das? Magnetabzeichen. Weil es gibt leider zu viele Situationen, wo das komplett unangebracht ist, dass der mich da gerade wegschiebt. Ob es jetzt die Situation war damals in dieser einen Fabrik, wo er mich in das Gas reingeschubst hat und ich fast krepiert wäre. Oder ob er mich irgendwie mal vom Dach geschubst hat und hast du nicht gesehen. Es ist einfach sehr, 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 sehr unkomfortabel. Und lebensgefährlich. Und lebensgefährlich noch dazu. Ach, hier waren wir oben. Sehe ich doch, dass ich da noch was liegen sehen habe. Jö. Ein Rieseneimer. Da geht's nach draußen. Das Gebäude hier hat überraschend viele Ausgänge. Hat sehr viele Ausgänge. Und ich frage mich, warum er hier nicht an diese Truhe ran kann. Als ob das so schwer ist, diesen Schnodder da wegzuwischen. Da geht's raus. Ja, ich glaube, das ist doch nicht ganz so groß, wie ich gedacht hatte. Was ist das? Ach, sieht aus wie ein Telefon. Ein Telefon. Ach, das ist so eine Art Lobby hier wahrscheinlich. Mit brennender Tonne. Eine schöne, angenehme Atmosphäre. So neben Fleischsäcken, wo da Hände und Füße rausgucken. Und ein Lagerfeuer ist eigentlich eine wunderschöne Atmosphäre hier. Oh, hier war gleich zweimal Kaliber 50. Interessant. Sag ich nicht nein. Oh, da haben wir noch ein paar Köfferlis. So, ich glaube, das war es tatsächlich schon, ne? Mit Hand und Fuß. Da ist ja nichts. Die haben wir auch schon geplündert. Das ist in jedem Fall spannender als die Arbeit im Haushalt. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir sofort. Ich glaube, von hier kamen wir her. Jupp, da waren wir schon. Ich gucke jetzt einfach noch mal überall rum. Vielleicht habe ich ja noch was übersehen. Ach, ich dachte, das wäre eine Tür. Nein, das waren wir hier schon drin. Ah ja, da habe ich ja noch gesagt, ach, da geht es wieder nach draußen. Aber offensichtlich, ja, hier kamen wir raus. Alles klar. Ich würde sagen, dann gehen wir unten wieder raus. Dann müssen wir nicht erst runterspringen. Sondern sind wir gleich unten. Gut. Das Hotel war doch weniger groß, als ich erwartet hatte, tatsächlich. Ich dachte tatsächlich, das wäre richtig, richtig groß, weil das Gelände richtig groß ist. Aber offensichtlich nicht unbedingt. Oh, ein Telefon. Das nehme ich doch noch mit. Vielleicht kriege ich ja einen Anruf. Kotzi, warst du das? Hier hängen überall Schlüssel. Naja, ein Supermutant kann es ja eigentlich nicht gewesen sein, weil hier sind offenbar keine mehr. So, wo wir sein.
Ah, hier unten, okay. Gut. Damit glaube ich, wäre hier auch alles durchsucht. Und wir können weitergehen. Oh, der Sonne. Die Sonne geht auf. So, wo kommen wir denn jetzt hier? Ach so, das ist drüben auf der anderen Seite, ja, auf der Insel drüben. Jetzt können wir ja mal schauen, vielleicht sehen wir ja jetzt etwas mehr. Also wortwörtlich etwas mehr. Wir sehen mehr, das Meer. Ach, das ist wahrscheinlich auch nur so ein einzelnes Häuschen, wie ich da gerade sehe. Oh Gott, ich dachte jetzt, ich falle da schon wieder runter, ey. Ich will nur noch mal schauen. So ein winzig kleines Häuslein einfach. Mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie mal rüberkommen. Wir müssen jetzt eher nach, nicht nach Süden mehr, sondern eher nach Westen tatsächlich. Also eher in die Richtung jetzt. Aber jetzt sieht man mal, wie groß das eigentlich auch war, ne? Oh, Alter. Pardon, falls man das gerade hört, aber ich habe mal wieder extrem viel Luft im Bauch. Und die Tatsache nervt manchmal doch ganz dezent. Oh, da unten brennt auch was. Was ist das, ein Schiff? Ich glaube allerdings nicht, dass da irgendwas drauf ist. Weil... Nur vorbei, da unten ist eine Leiter, ne? Da unten ist so ein Treppchen. Vielleicht lohnt sich das doch mal da hoch zu gucken. Ich weiß aber nicht. Ich kann es mir irgendwie aber nicht vorstellen, dass da was sonderlich Besonderes drauf sein soll. Ein Eimer. Oh, vor allem, das ist jetzt richtig, richtig ekelhaft. Weil man jetzt das alles so schief nur sieht. Das ist richtig ekelhaft. Oh. Toll, die Metallkiste ist schon leer. Yay. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, ich hänge jetzt fest. So, haben wir denn hier was? Nö. Naja, also ein paar Eimer haben wir gefunden. Kotzi, Alter. Ein paar Eimer haben wir gefunden, eine leere Dose und, wow. Also, wie erwartet, nichts sonderlich Besonderes. Ich will hoch. Ah, gut. Sehr schön. Low, der Kletterkönig, ist wieder unterwegs. Ah, ich denke mal, man kommt von hier aus vielleicht so ein bisschen rüber. Man könnte vielleicht von da aus rüberkommen. Da ist wahrscheinlich dann der Schwimmweg nicht ganz so groß. Das werde ich mal versuchen, weil ich will doch eigentlich schon wissen, warum da drüben so ein einzelnes Häuslein steht. Das auf der Karte verzeichnet ist. Schwimmreifen. Ups. Oh, das wird aber wahrscheinlich auch mal wieder gefährlich, weil da diese komischen Pusteln wieder liegen, die aufplatzen, wenn ich dran vorbeilaufe. Oh Gott, das ist ein Vogel. Alter, bin ich gerade erschrocken. Ich dachte, was kommt denn da jetzt angerannt? Da liegt ein riesiges Skelett. Da liegt ein toter Fisch. Okay, das riesige Skelett kann mal mit Sicherheit nicht aus dem Museum sein. Ich glaube, dafür ist das Museum zu weit weg. Sein.
Vielleicht ist hier auch einfach nur so ein Wal gestrandet. Nee. Jetzt. Nein. Ich kann nicht mehr springen. Jetzt. Bup. Und bup. Ich will hier hoch. Ah, hier ist irgendein Wasserweg. Das ist nicht verzeichnet, wo ich gerade bin. Boah, Alter, halt dein Maul! Laber mir doch nicht auf einmal die Ohren zu. Und ich krieg hier einen halben Herzinfarkt schon wieder. Na, guck, da drüben kommt man auch rüber. Das könnte vielleicht sogar noch ein leichterer Weg sein als hier, weil das scheinbar noch näher zusammenliegt. Immer diese Vögel, ne? Schrecklich. Na, hier haben wir ein Schiffchen. Könnte man über das Schiff vielleicht drüber kommen? Ja, das ist hier seicht genug zum drüber. Aber guck, hier liegt schon wieder so ein riesiges Skelett. Hier unten ist eine Farm und irgendeine Wasseranlage oder was das sein soll. Ach, das ist diese Farm wahrscheinlich. Okay, hier drüben waren wir schon. Da ist wahrscheinlich hier noch was. Und vielleicht ist hier und da drüben ist noch was. Da drüben dürfte das mit dem Tannenbaum sein. Kotzi, jetzt stell dich doch nicht in den Weg. So, Alter, nein, du gehst hier nicht lang. Du musst woanders lang.